Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen Piratenjagd. Ich habe mir hier schon mal eine Quest rausgesucht, Eliminate Nova Riders Nest. Ich denke mal, ich akzeptiere einfach mal, dass das eine Mission ist, die außerhalb des Mondes ist. Und wir werden schon dahin geführt zum Rendezvous Point. So. Kann ich den so anspringen? Nee. Kann ich den in der Star Map anwählen? Huch, das war ein bisschen zu weit. So. Na. Da wackelt aber ganz schön einer. So, warte mal. Ich scrolle mal. Warte mal, ich habe Angst, dass ich hier gegen Asteroiden fliege. Ich drehe mich mal hier so nach oben einfach. So, warte. Also, Rendezvous. Crusader. Hä? Kann ich ihn hier? Rendezvous Beacon. Okay, kann ich mir setzen. Können jetzt auch so hinfliegen, aber das wäre ja wieder so ein bisschen, naja, zeitlich problematisch. Ich habe übrigens die Freelancer Miss gerade mal am Start. Die Kampfvariante, denn die soll sich ja genau dafür auch eignen. Hoffe ich jedenfalls. Ach, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ganz ehrlich, ich fand die alte Freelancer Miss wesentlich, wesentlich, wesentlich hübscher. Und leiser war sie auch. Alter, ist das laut. Warte mal ganz kurz. Ist das... Guck mal, wie leise ich denn... Okay, egal. Ich gehe einfach in die Innenansicht, dann hören wir es nicht. Ah, viel, viel besser. So. Ey, nee, ohne Scheiß. Ich fand die alte Freelancer Miss wesentlich, wesentlich hübscher. Ich kann da gleich nochmal ein Bild raussuchen für die, die nicht wissen, wovon ich hier rede. Aber erstmal machen wir hier die Quest. Hey, you must be the contractor. Genau. Nice to have you on board. I'll be handling... Hey, look. The genius is in charge, still haven't approved the patrol path. Should be... Was laut? So, Rendezvous Point. Ich bin da. Ich fliege noch ein bisschen näher ran. Noch näher? So. Before we get started, complete. Let me break down how this patrol will work. Okay. We'll check each point to make sure it's clear. Then move on. Simple. Corporate in all their wisdom have ordered us to run these. Hey. Red ruhig weiter. Okay, ihr soll jetzt zur Patrol Area gehen. Okay, das ist ein bisschen komisch jetzt, aber egal, wir machen das mal. Patrol Beacon. Patrol Beacon. Gibt ja auch ein bisschen Kohle, die Quest. Wir mal wissen, wie schwer die ist mit der Freelancer Miss. Aber ich denke mal, die wird nicht allzu komplex sein. Von den Gegnern her. Wir haben ja Raketen ohne Ende. Wir können ja einfach rumballern. Das ist eh immer das Beste. So. Ihr könnt übrigens diese Strecken auch so fliegen, ne? Wie gesagt, also ihr müsst nicht jumpen. Ihr könnt auch ein bisschen durchs Asteroidenfeld cruisen, dann macht ja auch Spaß. Nur für die, die jetzt vielleicht das allererste Video mal hier gucken und nicht wissen, was Star Citizen ist, das ist kein notwendiger Vorgang, dieses Jumpen. Ihr könnt auch einfach frei fliegen, ne? Ich mach's nur, um hier ein bisschen, naja, die Folge nicht in die Länge zu ziehen. So. Guck doch mal, ob hier irgendwer ist. Da ist jemand. Wir warten anvisieren. War das mit R? Gladius? Ja, warte mal. Wir warten das Q? Nee, Q war es nicht. Eigentlich ist es auf R, habe ich mir das mal gelegt. Z, Y. Hm, na gut, dann nehmen wir jetzt... Ja. So. Wir geben ihm mal fett Raketen. So. Hier, friss das, Junge. Bam. Und? Alter. Hui, 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 hui. Den haben wir aber schön zerrissen. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Alter, da kommt wieder mega laute Musik. Ich schrei mal drüber, ne? So. Nächster, bitte. Huch. Ich finde die Waffen so geil von der Freelancer Miss. Pass auf, ich schieße mal mit den normalen Waffen. Die sind einfach awesome. Die machen richtig Spaß. Pass auf, gleich. Bisschen näher ran muss ich. Die haben nicht viel Range. Aber wenn du damit was triffst, Alter, geht's richtig hier. Rat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 am. Ja.
Hornet. Komm her, du Hornet. Hier. Tja. Machen nicht ganz so viel Schaden. Aber Spaß machen sie. Oh, es ist laut alles. Tut mir leid. Irgendwie stirbt er nicht. Jetzt, bam. Warte, ich mach mal ganz kurz. Wieso ist die Musik jetzt wieder so irre laut? Ich verstehe das immer alles nicht. So, okay. Also, da war noch einer, ne? Irgendwo da. Da ist noch eine Cutlass Black. Ja, die treffen doch am besten. Die Cutlass. Na komm, triff ihn. Ja, so ist fein. Schön auf Kurs bleiben. Ja. Da ist schon irgendwas hochgegangen. Okay, das macht Spaß. Ich liebe diese Knarren. Die sind einfach nur geil, ja. Guck das mal, warte mal, ich kann ihn mal von außen zeigen. Yeah. Hier die fetten MGs. So muss das sein. Okay, noch einen haben wir hier nicht. Dann müssen wir jetzt zur nächsten Patrol Area. Das ist die Musik, glaube ich, wieder zu leise, ne? Das ist einfach dieser verdammte Soundbug, den ich einfach nicht gefixt kriege, oder den CRG nicht gefixt kriege. Ich muss ihn ja gar nicht fixen, muss das CRG machen. Wir müssen das echt mal ein bisschen normalisieren, nennt sich das, ne? Dass die lauten Sachen nicht zu laut werden und die leisen nicht zu leise, dass es einfach harmonisch ist. Ein guten Gleichgewicht. Naja, da müssen sie auf jeden Fall nochmal ordentlich drüber bügeln. Das klappt so gar nicht. Aber naja, gut. Und weißt du, und jetzt ist die Musik wieder so ganz furzleise. Mi. Ich bin auch noch hier. So. Naja, egal. Wir haben aber trotzdem unseren Spaß. Mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Ich weiß ja, was wir jetzt hier machen müssen, aber gegen wen? Ist ja die große Frage. Ich kann die Musik wieder ein bisschen lauter machen. Machen wir auf 11. So. Da haben wir doch schon jemanden. Oh oh. Huch. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Die steht hier einfach nur rum. Na gut, dann schießt halt einfach so drauf. La 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 la. So, weg mit dir. Okay, und der nächste. Eine Aurora LN. Die hat ein lustiges Modell da hier eingeblendet. Na gut. Eine LN ist ja süß. Wobei, die werden wir kaum treffen, das ist das Problem. Ready up, you've got hostiles inbound. Ja, ich weiß, ich kämpfe schon dagegen. Ganz schön früh aufstehe, der Typ. So. Dammit. Ja, ich glaube, die KI ist wieder kaputt hier. Hä? Was macht die KI denn? Ich glaube, irgendwas steckt in meinem Schiff drin, oder? Nö. Okay, ich fix dich so seltsam gerade. So. So, weg mit dir. Ja. Klingt so ein bisschen wie Chris Roberts. Ein kleines bisschen. Aber hat er, glaube ich, nicht eingesprochen. So, nächster Punkt. Okay, dann. Da, ga, ganz laut. So. Ja, es ist sicherlich nicht die spannendste Mission, wobei, das Schiff ist halt auch ein bisschen overpowered, ne? Und die KI ist ziemlich dumm. Na komm, spring hin. Will nicht. Nochmal. US. Da freue ich mich schon auf die Battle-KI, die dann irgendwann hoffentlich mal fertig ist. Wo man dann ein bisschen mehr kämpfen kann. Aber immerhin haben wir hier Gegner. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Guckt euch mal Space Engineers an. Da kannst du mit Wölfen kämpfen, die Steine beißen. Ne? Da ist mir das ja schon lieber. So, 20 Kilometer. Okay. Ein bisschen von außen. Ist zwar laut, aber... Ja.
Oh, guck mal, wir haben schon ein Löchlein oben. Ein Loch im Kopf. So, da sind wir gleich da. So, eine Cutlass Black. Naja, das ist ja kein Problem. Übrigens, ich wurde letztens gefragt, ob man sich noch den Caterpillar Pirate Skin im Arena Commander holen kann. Das gab's mal. Da musste man Welle 15 erreichen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ist auch eigentlich egal, denn das geht nicht mehr. Es wurde leider rausgepatcht. Ich weiß nicht wieso. Das war aber nur eine begrenzte Aktion. Fragt mich nicht sowas, aber geht auf jeden Fall nicht mehr. Eigentlich schade. Guck mal, die backen irgendwie rum. Naja, die KI. So richtig will sie nicht. Aber ich backe auch rum. Als würde mich das Schiff anschieben, aber es ist nicht mehr in der Nähe von mir. Naja, schade. Ich schieße aber drauf, irgendwann ist es tot. So, weg mit dir. Alright. I think you're good. Und noch eine Patrol Area. Ja, und jetzt stellt sich natürlich dann die große Frage, wie kriegt man dann eigentlich noch die Caterpillar Pirate Edition? Ich weiß es leider nicht, außer auf eBay oder auf solchen Seiten, ne? Aber ich glaube, die gibt es dann gar nicht mehr. Oder vielleicht irgendwann mal wieder, wenn irgendein Event ist, wenn Drake Event ist, keine Ahnung. Ich dachte ja zum Anniversary Sale kommt die Pirate-Edition auch nochmal irgendwie, aber auch nicht. Keine Ahnung, Freunde. Da müsst ihr mal vielleicht mal ein Ticket schreiben, oder ich weiß es nicht, was man da macht. Auf der Website mal nachfragen, vielleicht meldet sich da nochmal ein Entwickler. Aber aktuell gibt es die gar nicht, soweit ich weiß. Wie gesagt, ich habe das sogar getestet, bis Stufe 15 hochgespielt im Arena Commander. Passiert nichts. Leider. Das gilt uns, glaube ich, also, wobei da bin ich mir jetzt unsicher. Das müsste aber auch gelten für diese anderen Skins oder was es da gibt. Da gab es doch dieses Alien-Schiff, den Skin dafür. Irgendwie so. Ist auch weg, soweit ich weiß. Also, naja. Aber wie gesagt, da bin ich mir jetzt unsicher. Ich weiß es nur bei der Caterpillar, dass man die definitiv nicht mehr bekommt. Also die Pirate, ne? Bei den anderen bitte nicht drauf festnageln. Das habe ich nicht getestet. So, oh, das ist Stein. Oh, scheiße. Oh, das war knapp. Der hat sich in der Sonne quasi versteckt, im Lichte der Sonne. So. Okay, noch eine Cutlass Black. Na komm. Mach mal nicht mal zur Cutlass unsichtbar. So. Shit. Ja, kannst du laut sagen. So, mein Freund. Okay, dann auch weg. Dann haben wir noch die Daniela Adendorf. Super Name. Okay, die ist... Ach nee, doch. Da ist wieder Claudius. Aber ihr seht zumindest performance-technisch ganz fantastisch. Also hier leckt nichts, da ruckelt nichts, da hängt nichts. Einfach nur super. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Muss auch so sein, wenn man kämpft. So, zack. Okay, I think that about does it. Contract complete. Thanks. Ja, kein Problem. So, wunderbar. Problem gelöst. Eliminate Nova Riders Nest. Dann kriegen wir unsere 2000, oder wie viel war das? Irgendwo umstehen. Oder auch nicht. Ich glaube, 2000 waren es. Müssen wir nochmal nachgucken. Oder haben wir es noch im Contract drin? Accepted. Nee, ist raus. Okay.
So. Das soll es damit auch soweit gewesen sein. Ich würde euch jetzt gerne noch im Anschluss eine Website zeigen, die von dem Shinigami gemacht wurde. Die ist für Trading und sowas gedacht. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen schon mal. Und wir sehen uns gleich nochmal im Browser und ich zeige euch das Ganze mal, was ihr da so Tolles machen könnt. Ne? Also, bis gleich. So Freunde, jetzt zeige ich euch noch ganz fix diese Seite von Shinigami. Das ist quasi eine Trading-App, könnte man sagen, für euren Browser. Die könnt ihr euch speichern. Ich verlinke es euch auch noch unten in den Kommentaren angepinnt. Könnt ihr euch ja als Favorit hinzufügen vielleicht, wenn ihr mögt, wenn es euch denn gefällt. Wichtig an der Stelle ist, das Ding ist noch nicht fertig, das ist noch Beta. Ne? Also da noch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Auf jeden Fall, ich finde es cool, dass es so ein Community-Projekt hier gibt von jemandem oder von zweien, ich weiß gar nicht genau. Ja, deswegen würde ich das hier auch auf jeden Fall gerne mal zeigen oder auch dadurch ein bisschen supporten. Wir haben hier zwei Möglichkeiten aktuell. Und zwar, wir haben hier einmal die Locations und einmal das Trading. Wir gucken uns erstmal ganz kurz die Locations an, weil ich glaube, das ist gerade für die Einsteiger unter euch am interessantesten. Ihr könnt hier Select Location sagen. Und könnt jetzt, ihr habt natürlich eine elendig lange Liste von allen möglichen Dingen, ja, aber ihr könnt eben hier, und das ist eben schön, die Monde anwählen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel mal abchecken, okay, nehmen wir jetzt den Mond Daymar, ne, kann ich jetzt hier anklicken und dann sehe ich, aha, diese ganzen Dinge gibt es auf Daymar. So, gucken, ob irgendwas dabei ist. Gut, Kovalex ist nicht so interessant, aber dadurch wisst ihr auch, wo Kovalex ist, ja, nur ihr könnt halt mit Kovalex jetzt nicht traden. Ne? Aber diese Dinge habt ihr dann quasi hier in der Übersicht und wisst, aha, passt alles. Ich glaube, hier die Details sind noch nicht ausgearbeitet, das fehlt noch, aber ist ja nicht so schlimm. Ne? Also mit dem Ding könnt ihr schon mal euch einen Überblick verschaffen, wo was ist, ohne dass ihr erst ins Spiel rein müsst und die Star Map nutzen müsst, die teilweise auch mal buggy ist. Das ist ganz cool. So, und dann können wir hier auch Trading uns angucken. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit der Website und meine persönliche Lieblingsvariante ist die, dass ich hier einfach jetzt mein Material auswähle. Also, nehmen wir mal an, ich bin, ist es egal, wo ich bin, sagen wir, ich bin mitten im Nirgendwo und ich will jetzt ein bisschen traden. Dann suche ich mir jetzt hier mal mein Lieblingsmaterial aus, als Beispiel Hydrogen, ne? Und dann kriege ich jetzt hier eine riesige Liste mit Hydrogen, wo ich es kaufen kann und wo ich es verkaufen kann, sortiert nach Preis. So, das heißt, ich sehe hier, aha, das Sinnvollste, wenn ich jetzt mit Hydrogen was anfangen will, wäre, ich kaufe es auf Yela bei Benson & Mining. Ja, und schaffe es dann nach Lorville. Das würde am meisten bringen. Ich kann aber auch die Reststops benutzen. Ne? Und da wird es halt immer weniger Gewinn. Ihr sitzt hier hinten in den Prozenten. Und ihr seht aber auch hier den Buy-Preis. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr, sehr wenig Frachtraum habt, dann ist Hydrogen jetzt nicht so interessant. Dann wäre es vielleicht besser zu sagen, na gut, dann nehme ich halt Diamanten. Ne? Nehmen wir mal Diamanten hier beispielhaft. Und da seht ihr schon, ah, die kosten wesentlich, wesentlich mehr. Auch hier mal sortiert nach Preis oder nach Gewinn. Würde jetzt sich am meisten in Pinewood lohnen, in Hurston und dann ab damit nach Levski, ne? Oder nach Odisar. Ihr seht, das ist hier beides gleichwertig. Insofern ist es egal, wohin. So, das heißt, hiermit könnt ihr euch einen schönen Überblick über die Sachen verschaffen. Ihr könnt aber auch sagen, ich nehme jetzt hier oben die Start Location, also vielleicht seid ihr ja schon irgendwo. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt auf irgendeinem Lagrange-Punkt, auf so einer Raumstation. Nehmen wir mal Crusader L1. Und ihr würdet gerne, weiß ich nicht, kann ich hier mal searchen? Okay, ich glaube, dafür gibt es keine Posten, oder? Warte mal, ich nehme irgendwas Bekannteres. Ich nehme mal die Grimhex. Okay, also jetzt kriege ich hier leider jetzt hier keine Preisliste, was da jetzt angeboten wird. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Das, vielleicht ist es auch nur gerade ein kleiner Fehler, bin ich mir jetzt unsicher. Ich teste nochmal mit einem anderen. Nehmen wir es hier mal, weiß ich nicht, nehmen wir mal Hurston als Planet. Nee, also das geht leider noch nicht, dass ihr euch hier einfach eure, ja, sozusagen euer Ziel auswählt und einfach nur auf Search klickt. Ich denke mal, da müssen wir wirklich hier ein bisschen genauer arbeiten. Also nehmen wir mal als Beispiel jetzt, ihr seid auf Kut oder Ole, auf Daymar und ihr wollt gerne das irgendwo hinbringen. Warte mal, wir machen mal kurz was anderes. Moment. Wir suchen mal nach Diamanten, ne? So. Das war jetzt hier auf Celine Trem Myers Mining. So, jetzt testen wir das mal ganz kurz auf die andere Weise aus. Trem Myers und Mining. So. Das heißt, ich muss es hier nach Celine, ihr könnt ihr auch eingeben, ne? Celine
Das ist immer ganz cool, weil da hinten nämlich in Klammern der Mond steht. Dadurch könnt ihr hier in der Suchleiste das sehr, sehr gut eingrenzen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Trem Myers Mining. So. Genau, da geht's jetzt zum Beispiel, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier... genau, ich sehe es hier, also alle Waren von Trem Myers Mining. Wie gesagt, diese Tabelle, diese Liste ist noch nicht vollständig. Da müssen noch ein paar Daten rein, vielleicht auch noch diese APK. Darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, dass das noch ein bisschen mehr Feintuning braucht. Aber das ist nicht so schlimm, wie gesagt, ist ja Beta. Auf jeden Fall, jetzt sehe ich hier, aha, was kann ich alles bei Trem Myers und Mining kaufen auf Sinn. Also angenommen, ihr seid dort oder ihr seid gerade auf dem Weg, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, was ihr dann kaufen wollt. So, und dann können wir jetzt sagen, okay, die größte Marge hätte jetzt hier Waste, aber kostet auch fast nichts. Okay, fällt also raus. Nächstbeste ist jetzt hier Titan. So, also anstatt, dass ihr jetzt also Diamanten handelt, was ja die ursprüngliche Idee gewesen wäre, wäre ja möglich gewesen, handelt ihr dann vielleicht doch lieber mit Titan, was nämlich hier mehr Wert hat und auch eine höhere Gewinnmarge bringt. So, dann seht ihr ja, okay, ihr müsst das also handeln von Celine nach Grimhex. So. Ne, während ihr solche die Diamanten, wäre jetzt hier, nach Levski bringen müsstet, was glaube ich ein bisschen komplizierter wäre, das nach Levski zu bringen. Nach Port Odessa wird es aber auch gehen. Ne, wird aber, wie gesagt, weniger Gewinn bringen. Also, ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft. Es ist eine ganz nette Trading-App erstmal. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Und ihr könnt ja auch dann Feedback geben dazu. Ich denke mal, da wird sich Shinigami auch drüber freuen. So, damit hätte ich das erledigt. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass es Leute gibt, auch hier, von denen die Videos gucken, die ein bisschen, ja, sich mit dem Thema noch ein bisschen intensiver beschäftigen, mit Star Citizen und dann auch der Community was zur Verfügung stellen, sei es ein Tool, sei es Hilfe, whatever. Das finde ich echt eine super, super Sache. Aber wie gesagt, meine persönliche Lieblingsvariante ist wirklich, hier einfach jetzt Material auszuwählen. Worauf habe ich heute Bock? Oh, ich habe halt mal Bock auf Essen. So, ja, und dann sehe ich hier sofort, aha. Und dann kann ich mir schon, ich meine, wenn man das eine Weile lang macht, dann sieht man hier eigentlich ganz gut, okay, 3% ist echt zu wenig. Dann nehme ich vielleicht lieber was anderes, dann nehme ich vielleicht lieber Iodin. Ah, guck mal, Iodin ist geil, 28%. Wo müsste ich da jetzt hin? Benson Mining nach Dekins Research Outpost. Also wer von euch hätte jetzt aus dem Stegreif gewusst, dass diese Strecke hier die effizienteste ist für Iodin? Hä? Also, wieder was gelernt. Ich hätte es nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. So, okay, das soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da bezüglich der Trading-App. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?